Und da sind wir wieder zurück bei Maiden Guides Origins mit mir, Sefi und Jutis. Hi, hier bei Vegasylph und ich lasse mich mal wieder dahin treiben. Ich glaube, das erste Mal, dass ich so ein Fahrband auf dem Weg zum Endboss habe. Selbst die Welt will, dass du da hingehst. Ja. A. B. Beerus ist da vorne. Ihm nach, sag ich. Genau, er will für alles, was er getan hat, bezahlen. Was ist, wenn es der andere Fahrstuhl war? Ja, er ist ja da runtergegangen. Vielleicht hat er dich verarscht. Sieht gut aus. Beerus! Oh, das ist gar nicht synchronisiert. Nicht, dass mal wieder so ein Text ist. Oh, wenn das nicht Sagi ist. Und wie geht es Bale halt? Sag mir, ist dir der Tod eines Mediums gestorben? Du Bastard! ich weiß gar nicht, was Intrigued heißt. Aber er ist es so. Sure. Ich fürchte, ich bin viel zu beschäftigt, um noch weiter mit dir die Details auszudiskutieren. Das verstehst du doch sicher. Ich weiß, es ist nicht dasselbe, aber ich habe stattdessen ein paar Freunde gerufen, die dich an meiner Stelle begrüßen sollen. Warte. Sie sind nicht sehr gesprächig, aber es wird dir sicher nicht langweilig werden. Komm nach unten, wenn du mit dem Spielen fertig bist. Ich habe eine Überraschung für dich. Wird nicht mehr lange dauern. Beerus! Ja. Verdammt! Wir müssen diese Dinge erledigen. Mach dich bereit. Hey, das Ding sieht aus wie so ein Wächter-Pokémon. Stimmt. Das ist ein Zikaden-Golem. Man kennt ihn auch als Palalaser. Frag ich mich, Ed, musste das noch sein? Tut das denn noch wirklich Not nach all dem, was wir hier schon durchgemacht haben? Scheint so. Ey, mach den Mangino nicht tot, den brauche ich gleich noch. Das war jetzt süß. Ey, lass Mangino heil! Nein! Toll, ich hätte gerade einen Burst mit ihm gelegt. Ich weiß so. Jetzt ist Mili auch noch tot. Ich bin gehackt hier. Dagi, warum schläfst du? Naja, der Kampf war sehr anstrengend. Gerade jetzt habe ich das Mana hochgezogen, ne? Stumpf! Die könntet ihr mir nicht einfach liegen lassen können. So, jetzt seht ihr wenigstens wieder. Hast du zwei Mana? Nee, das ist Schicksalsabwehr. Damit kann ich die anderen beiden nicht wiederbeleben. Weil wir gegen die ja schon so Probleme haben. Buch. Und da war ich wieder tot.
eklig. Warten den Kampf. Das ist ein Kommen und Gehen. Da haben wir auch so blöd rumzuschießen. Wir sind sehr widerspenstig. Das war die Bahn, wir schon immer. Oh, ich hab den Boss nicht aktiviert. War ziemlich doof von mir. Und das ist nur ein ganz normaler Kampf. Ich habe nur Millie überlebt, so lange, bis sie das Buch spielen kann. Ich hoffe, Guido überlebt. Vielen Dank. Nicht zu viel Emotionen, ne? Ich finde die Animation davon voll hübsch. Geht doch! Ich habe jetzt gar nicht aufgepasst, wie viel Schaden das gemacht hat. 9000 noch was. Oh ja. Ja gut, das hat ja, alle drei haben ja Schaden gekriegt. Mhm. Da hast du sie mal eiskalt abserviert. Ja. Wir müssen ihn aufhalten, bevor noch mehr Menschen verletzt werden. Beeilen wir uns. Ich komme wieder nach oben und speichere. Noch mehr Menschen? Wer ist denn? Ich sehe keinen Mensch, der verletzt worden ist. Ich bin verletzt worden. Was denn? Alter, war das jetzt eine Geburt? Aber es wurde ein Sieg. Ein glorreicher. Da bin ich echt froh, dass ich noch Guidos Level 4 Attacke mit reingetan habe. Aber es war echt verdammt knapp. Hätten wir das Malerbuch nicht so häufig gezogen, hätten wir echt alt ausgesehen. Ja, er liegt da immer noch. Klar, ich komme nicht vorbei. Geh ich halt wieder hoch? Ah, schön. Hallo, ich will da. Vor allem, was du auf deiner Seite. Hallo. Ja, ja, genau. Und jetzt, oh, musst du mal gegen ihn kämpfen. Das wird fies. Ja, kann man gut DP bei farmen. Stimmt. Das. Ah, sieht wie eine Machina-Control-Einheit aus. Ein einziger Knopf ist da drauf. Der darum bittet, gedrückt zu werden, gepusht.
Es ist zwar ein bisschen verdächtig, aber wenn ich wagte, nicht gewinnen, sollen wir ihn drücken? Ja, natürlich! Gut. Let's be a dancing! Dancing Queen! Oh Gott, sind wir 5. Na, wir sammeln einfach wieder auf Gilos Attacke und fertig. Die Gilo-Attacke. Ey, Gilo ist mittlerweile das wertvollste Mitglied im Team geworden. Jetzt weiß ich auch, was Gilo ein Team heißt. Gilo-Tine. Mein Gilo ist der Einzige, der das Mana-Buch spielen kann, was ihn schon mal unglaublich wertvoll macht. Und hat dann noch so eine Mega-Attacke. Oh Gott, das wird jetzt ja lecker. Was ist los? Ringelreihe! Kann ich eine Akku-Vision? Ja. Oh Gott. Oh, oh. Oh, bin er schon tot. Ja, gut. Der zweite ist weg. Sagi ist weg. Naja, wenigstens kann ich mit Mini noch ein paar Karten hier ablegen. Oh, das könnte eng werden. Dass die Animation davon auch immer so lange dauert. Ja, wenn du andere hättest, würden sie in der Zwischenzeit legen. Ja. Steht auf, gleich töten, töten. Voll fertig gemacht. Den Knopf. Gut, dass wir vorher gespeichert haben. Oh ja. Den Knopf drücke ich nicht nochmal. Oh, ich kann es nochmal versuchen. Vielleicht muss man gegen die kämpfen. Ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich musst du da irgendwas machen. Also ja, wir sammeln einfach mal auf Gilos Attacke und dann klappt das schon. Oh, 3 Karten davon haben wir schon auf der Startern. Da weiß ich wieder jemand gut mit dir. Selbstzerstörung! Ich finde das mal so witzig, wie Plattgilum auf dem Boden liegt. Ja. Und das war Gilum. Voll erstochen! Ey, lass mich leer am Leben, ich muss Gino gleich heilen. Na, ich muss sie eigentlich überleben. Ja, es sind jetzt ja so viele. Ja, aber die anderen. Oh ja, sie hat es knapp überlebt. Das dummerweise kann Gino da spielen, der greift gerade an. Art. Selbstzerstörung! Nein, gar nicht. Alles richtig gemacht. Scheiße, okay. Ja, ich dachte irgendwie erst, ich hätte das normale Item, Wiederbelebungs-Item gespielt. Hm. Und dann ging die Animation auf Sagen, ich habe mich davon gewundert deswegen.
Here. Und das Schlimme, finde ich, ist auch, dass wenn du einen Charakter stirbt und du ihn wiederbelebst, kann es trotzdem passieren, dass der Gegner ihn sofort angreift. Mhm. Das finde ich total dämlich. Eine Karte fehlt uns jetzt noch. Hier sieht alles gut. Das ist gut. Jetzt geht's los. Ich hoffe, wie du lebst, oder? Okay. Mal wieder verdrückt. Weiß nicht, ich verwechsel immer die Zweier und die Dreier. Alles auf Kilo! Naja, die Teile scheinen nicht viel kaputt zu haben, vielleicht reicht das ja so. Der ist ja vorhin schon auch eine Tank reingeschmissen. Und die zieht ja auch ordentlich ab. Das eine Vieh, was sich selbst umbringt, entweder verzweifelt ist gleich und bringt sich um. Oder du haust und bounce es weg. Ja. Jetzt sind wir wenigstens in der Überzahl. Okay. Thema erledigt. Ziemlich doof, dass ich der Letzte in die Luft jagen kann. So. Sei froh. Voll das Suizidkommando. Das könnte ich sein. Jetzt? Also, wahrscheinlich noch mal einen Knopf. Drücken wir ihn lieber nicht. Ich habe genug von diesen tanzenden Maschinen für heute. Es muss noch einen anderen Weg nach unten geben. Suchen wir weiter. Vielleicht nimmst du einfach einen anderen Fahrstuhl. Aber wahrscheinlich musste man den drücken, da wann jetzt noch was anderes passiert ist. Okay. Sieht so aus, als wäre der Aufzug mit dem Kontrollraum verbunden. Müssen wir nochmal zurück? Ach so, das ist der Rückweg? Ah, jetzt kommen wir hier in die ganzen Kontrollräume. Oh. Hier kommt man raus. Ah, yay! Wo ist die Karte? Komm, ich. Jetzt ist die Frage. Gut, ich komme da wieder zurück. Das wäre ja echt gemein. Also. Also ja, hier muss man lang. Sieht so aus, als können wir nach unten hoppen, durch das Labyrinth von Röhren, um das untere Level zu erreichen. Yay, das Wort Labyrinth macht ja alles besser. Ja. Lass uns vorsichtig sein, damit wir nicht abrutschen. Und das muss sein. Kommen wir nicht noch vorbei. Da ist eine Schatztruhe. Danke. Oh, wir haben es erstaunlich gut überstanden.
Ach, der eine ist ja schon weg. Hat er sich in die Luft gejagt? Das wäre möglich. Maybe. Ich hätte die ganze Zeit, oh, ich brauche was zum Heilen, ich brauche was zum Heilen. Weil ich hier die ganze Zeit das Mana-Buch auf der Hand. La 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 la, ich lege meine Karten ab. Kosefi! Fehne! Auf sie! Er hat noch nicht genug gelitten! Nieder mit ihm! Ein Phönixhelm. Das klingt schön. Ach, hier kann man runter. Ach, hier geht's wieder hoch. Geht's hier runter? Geht's denn hier runter? Ich sehe jetzt schon, was ein Ort für Sophie ist. Phönixsturz! Ist das hier irgendwie so ein Phönix-Thema? Und wir kommen hier gar nicht weg. Hier geht's nicht weiter. Hier komme ich nicht runter. Hier komme ich höchstens hoch. Hier komme ich auch nicht weiter. Es muss hier lang gehen. Das ist der einzige, wo ich weiter runterkomme. Ja. Ah! Oh, Sonnen habe ich auf der oberen Ebene gesehen. Vielleicht ist es die Kontrolleinheit für die Paramaschinenplattform, die Verus benutzt hat. So ist nicht. Wenn wir draufspringen, könnten wir vielleicht nach unten, kurzer Zeit nach unten gelangen, aber hier sind so viele Knöpfe, ich weiß gar nicht, was sie alles tun. Geh doch mal den Weg da lang. Oh, ich hab's zumindest versucht. Ist das? Ein Gegner. Ein schneller Gegner. Drei Gegner. Also ein deformiertes Snibuna. Ein sehr, sehr deformiertes Snibuna. Frag's doch mal. Hallo, bist du ein Snibuna? Nein! Kann man dich fragen? Nein! Das werden wir noch sehen! Ash konnte auch einen Reißball fahren. Also will ich's auch mit dir hinkriegen. Der Mensch hat Ash einen Reißball gefahren? Ja, er wollte doch mal, glaube ich, einen Manky oder einen Razor fahren. Ach ja, ja, und dann Razor. Hat das Ding, da, glaube ich, einen Reißball gerufen. Dann hat er diesen Reißball im Pokémon. Ah ja, ich erinnere mich. Anspiel, ich liebe dich. Manchmal. Und jetzt einfach zurücklehnen. Nein. Gut, dass der letzte Gegner für mich immun ist. Also. Epic win! Ein Ahriman war das. Well.
so? Ich glaube, du solltest mal kacken. Ja, warte, ich gehe noch den Bildschirm weiter. Ich wollte nur sagen. Jetzt mache ich kurz ins Pausemenü. Jetzt können wir nämlich in Ruhe speichern. Ich meine, cutten. Und ich hoffe, ihr seid dann beim nächsten Mal wieder mit dabei. Wir würden uns sehr darüber freuen. Also bis zum nächsten Mal und bis dann. Ciao!